Ui, das ist ja dick. Das ist ja groß, du. Das ist schon ein Cent der Zwiebel, 50 Kilo. Die sind gesund, Schatz, was ich hier jetzt schneide. Die sind gesund. Du kannst auch gleich beim Rausziehen auch gucken. Ich guck ja schon. Kommt auch schon raus. Ja, auch gesehen? Wo? Ja. Erstmal mach mal was für dein Geld. Was? Erstmal arbeite für dein Geld. Was? Du gibst mir einfach ein Geld. Gibst mir nachher noch? Hier. 10 Euro pro Stunde? Das ist ja. So, 10 Euro pro Stunde. Kannst du ja bevor die Kamera geht. Mal zeigen und erklären. So, kaya, kaya namin pinangkuha guys yung mga onions kasi yung ibang onions sira na yung mga yung iba kasi dahil sa insekto. Katulad nito guys, ganyan. Kaya, yan o, may mga uod siya. May uod. Kaya tatanggalin na namin. Yan, sabi ng asawa ko, tatanggalin na namin siya kasi baka mahawaan yung iba na yung ibang mga onions. Kaya tatanggalin na namin. Kaya yan siya, oh. Yeah. Kikita nyo, guys. Yan yung... Basta, heist as normal? Disinsect? Swivel flieger. Ibig sabihin, ano, ito yun, yan, madami kasi yung, ano, ayan. Nakikita nyo ba saglit? Ayan siya. Tanggalin ko nga. Ayan. I-focus ko sa camera. Ayan siya. Hindi nakikita, no? Isa lang siguro muna. Ayan. Kikita nyo ba, guys? Ayan. Uod. Ayan yung uod, guys. Parang, ang tawag sa kanila dito ay, Swivel flieger siya, guys. Uod. So, mga, para siyang ano, maliit siya na ano, langgam, pero, sinisiraan niya kasi yung ano, onions, kaya yun yung, no, kakainin niya lahat. Die fressen erst die Wurzeln weg und dann gehen sie rein. Ja. Ito katulad nito guys, oh. Yung buo siya, papasok yung ugat sa ilalim. Yung swivel flieger, papasok dito sa ugat. Tapos, papasok na sila sa loob. Kaya kakainin nila yung loob ng onions. Kaya ganyan siya. Kaya ganyan ang result. Tapos, yan yung airgiveness. Kaya yung iba, i-check din namin kung may problema ba yung ano mga napanguha namin. Yan yung tanim ng asawa ko. Ang dami niyang onions this time. Utot kasi siguro ng utot pagkakain kanito. Kaya yan. Titingnan.
Tiningnan na kasi ng asawa kanina habang nagbumunot siya. So, magkukontinue ako, guguntingin ko yung daon ng onions. Yung daon ba ng onions, guys? Nakakain pa yan, diba? So, pwede ko kaya yan ilagay sa sa freezer. Tapos, kuha lang ako pag gusto kong kumain or magluto ng anong gulay. Diba, pwede yung kainin, diba, guys? Comment nga kayo, guys, sa baba. Comment kayo ka under below para nalaman ko kung nakakain. Nakakain yan. Alam ko nakakain yan . Kasi onions din yan siya, diba? So, yan na, guys. Yan na yung mga onions namin. Ja. Die alle in einen Sack machen. Das trägst du nicht weg alleine. Das schaffst du nicht. Das glaube ich nicht. Zu schwer. Das ist nicht so schwer, ja. Wie viel Kilo sind das ungefähr? Ja, bedeckt sie, guys. Ito, okay pa siya, oh. Ito, yung baby niya. Ito, pag ganyan, healthy pa yung onions kasi yung ugat niya ay buo pa. Pag dito, pag makikita mo yung result, ganyan na siya, oh. Pag nakain na siya ng uod, kinakain niya. O yan, lata na siya, oh. So, lata siya, lata. So, hindi ito pwede, tatapon natin. Kan ich dich hier na... Aber das können wir noch mitnehmen. Ito, titingnan ko nga. Ito, titingnan ko, guys, kung okay pa ba. Ito, oh. Itong malaki, titingnan ko. Ay, parang hindi na siya, malambot na siya, oh. Malambot. I mean, is auction kaput, chat. Ja, aber nicht über die gesunden Zwiebeln da das abschneiden. Also, das wäre ja nur richtig dumm. Ja, das stimmt. Das war aber keine Uod. Keine schwarze Zwiebelfliege. So, continue na ako, guys, ha? Who is my share? Continue tayo dito tayo. Yan, madami pa yan . Diyos ko po, ang dami kong gagawin. Sabi ko pa naman, hi! Morning! Gusto mo? Abay, yung mata sa kid, eh? Parang? Escuta si Kiro, mitim bleta, mitim here, offhang. Ich habe Angst, dass die Zwiebeln ja zu viel Saft ins Kraut reingeben. Ja, aber so ein Zaun ist hier. Das ist doch auskochen. Über einen Zaun hängt? Ja, da hinten da. Ja, du musst die Blätter trocknen lassen. Ich habe nämlich die Zwiebelfliege drin. Ich habe ein paar Zwiebeln gehabt, die angefressen sind unten. Deswegen raus damit. Aber ja, ist doch wichtig, dass sie raus. Fallen schon in. Oh, jetzt hast du schon wieder spät. Das muss so. Manche haben. Ich kenne das eigentlich so, dass man die erst vorher abknickt in die Erde. Das war schon aufgeknickt die ganze Zeit. Und jetzt machst du natürlich 4 oder 5 oder 6 Stück zusammen. Sekundbahn. Lass die lassen wir jetzt so. Okay. Ich habe schon angefangen. Ja. Danke. Ja, ich wollte auch schon sagen vorhin. Oh ja. Ja. Aber jetzt? Wir können auch, aber ich finde ja komisch, wenn wir auch können auch singen. Kailangan daw muna katuyuin yung dahon. Tapos gawin natin ganun. Tatahiin natin, magtatahi tayo.
Ganyan, tatali nyo guys. Nimm die. Ja, trotzdem weiß ich nicht, wo meine Rollband ist. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Hälfte ist schon weggeschnitten.